Hallo liebe Cats und herzlich willkommen zu einem neuen Anime- und Manga-Sammlungs-Update. Dieses Mal gibt's unter anderem meine Geburtstagsgeschenke, aber auch ein klein bisschen was anderes. Ja, wer meine Reaktion auf diese Geschenke sehen möchte, der kann sich mein Auspackvideo dazu angucken. Ist bestimmt irgendwo verlinkt. Denn ja, einige der Reaktionen waren schon dezent ausrasten. Aber gut, wir fangen direkt an mit den Mangas. Nee, Quatsch. Wir fangen direkt an mit der neuen Koneko Nummer 93. Im Cover haben wir Demon Slayer und Attack on Titan 3.2. Ich sehe gerade, es war eine Postkarte dabei. Nämlich das hier. Ja. Und an Poster für Abonnenten haben wir dieses Mal das da. Und Fruits Basket steht da drauf. Na gut, dann kommen wir jetzt zu den Mangas. Da haben wir einmal hier eine neue Detective Conan Edition, nämlich die Double Face Edition. Ja, wie immer von Gosho Aoyama bei Egmont rausgekommen, kostet nur 6 Euro. Fetter Band und ist Genre Mystery. Und hier geht es quasi um alle Charaktere in Conan, die so eine zweite Identität haben. Also zum Beispiel halt Shinichi selber oder Ai. Und ich finde das sehr cool. Ich glaube auch, dass dieser Band sehr geil wird. Ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen. Ich hoffe auch nur, dass sich hier nicht zu viele Fälle wiederholen, denn zu vielen dieser Charaktere gab es ja quasi schon so extra Editions oder halt Editions mit der schwarzen Organisation und so ein Krams. Aber ich glaube trotzdem, dass es ziemlich geil wird und ich freue mich schon drauf. Und dann habe ich von Amarok zum Geburtstag bekommen einen neuen Band von Assassination Classroom, nämlich hier Band 16 in diesem coolen, schottisch anmutenden Karo. Ja, der Band ist von Yasui Matsui, also die Serie meine ich, ist bei Carlsen rausgekommen. Ein Band kostet 6,50 und es ist schon Reaction. Ja, es ist ja einer meiner absoluten Lieblings-Anime und Manga und ich freue mich schon, es weiterzulesen, denn es ist unfassbar witzig, wie immer. Ja, mir fehlt hier immer noch der Band 14, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon Band 16 und ja, das wird cool. Ach ja, Zeichenstil kann ich nochmal kurz zeigen. Dann habe ich mir als nächstes selber gekauft The Promised Neverland, Band Nummer 7, yay! Von Kayo Shirai und Zeichnungen von Posca Demitsu. Es ist bei Carlsen Manga rausgekommen, es kostet 6,90 und ist Genre Mystery und eine der geilsten Serien, die letztens neu rausgekommen sind. Und wäre auch bei meinen Mangas sehr, sehr weit vorne. Ja, ich bin hier nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand, Band 8 ist schon draußen und ich bin auch leider noch nicht dazu gekommen, hier den Band 7 zu lesen, aber bisher ist die Serie richtig geil und ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändert. Jo. Und dann habe ich halt von Panini einen Manga zur Verfügung gestellt bekommen als Rezensionsexemplar, aber den habe ich euch schon vorgestellt, nämlich habe ich da ein extra Video gemacht, das heißt, glaube ich, was ich zurzeit für Anime und Mangas schaue, lese. Das ist bestimmt auch verlinkt. Da stelle ich den Manga hier ein bisschen näher vor, deshalb werde ich da jetzt nicht weiter große Worte dazu verlieren. Aber wozu ich ein bisschen was sagen möchte, ist Prinzessin Sakura Band 12. Den habe ich euch zwar schon gezeigt, aber ich habe die Serie jetzt endlich mal nach ewigen Zeiten zu Ende gelesen. Und ich möchte euch ein bisschen sagen, wie ich den denn fand. Also wie ihr seht, Arina Tanimura. Unfassbar schöne Farbseiten. Ich wollte sie ja nur noch mal zeigen, weil ich die so schön finde. Ich finde auf jeden Fall, das ist eine der besten Serien von Arina Tanimura. Ich kann mich so ein bisschen schwer entscheiden zwischen Jan die Kamikaze-Diebin, Full Moon Osagaste und Prinzessin Sakura. Aber ich finde, sie kann auf jeden Fall mit den anderen beiden mithalten, wenn sie nicht sogar ein bisschen besser ist. Der Zeichenstil ist unfassbar schön und die Story ist aber auch ziemlich geil und hat auch einige Plot-Twists, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte. Also langweilig wird sie auf jeden Fall nicht. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass halt manche Sachen eingeführt wurden und danach aber fast gar nicht mehr verwendet wurden. Halt, ja, zum Beispiel im ersten Kapitel wirkte es halt so, als wäre Prinzessin Sakura irgendwie so ein Magical Girl-Manga. Also da war ja eigentlich die Story, sie ist ja die Enkelin von Prinzessin Kaguya und sie ist jetzt halt auch quasi eine Mondprinzessin. Und sie kann sich quasi in so eine Art Kämpferin verwandeln, die dann so Dämonen bekämpft. Ja, das klingt jetzt irgendwie nach Sailor Moon, wenn ich so drüber nachdenke, aber es ist eigentlich sehr, sehr anders. Denn das spielt halt so im japanischen Mittelalter.
Das war eigentlich so die Ausgangsstory, aber irgendwie gab's dieses "Wir verwandeln uns und kämpfen gegen Dämonen" eigentlich so gut wie gar nicht. Finde ich auch eigentlich gut, weil sonst wäre das sehr episodisch und irgendwie nicht so spannend gewesen. Also ich bin froh, dass es nicht so war, aber ich frag mich halt, warum Arina das da im ersten Kapitel dann so einführt, wenn sie es dann nicht weiterverwendet. Aber das ist sowas, das mir bei Arina Tanimura generell aufgefallen ist. Also das ist nicht nur ein Problem von diesem Manga, aber das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Ich fand die Serie richtig Hammer, also kann man überhaupt nicht sagen. Und ich habe am Ende ein paar Tränen vergossen. Und damit ist es offiziell der erste Manga, bei dem ich geheult habe. Denn sonst hat das noch kein Manga geschafft. Also eine großartige Serie. Wer Arina Tanimura mag, wer japanisches Mittelalter mag, auf jeden Fall mal reinschauen, es ist cool. Dann habe ich auch vom Amarok zum Geburtstag bekommen diesen Pokémon-Film hier, nämlich Pokémon The Movie 9. Pokémon Ranger and the Temple of the Sea. Moment, das könnt ihr jetzt nicht so gut sehen. Also wie ihr seht, ist es keine deutsche DVD, ich glaube es ist eine chinesische. Die hat auch Regionalcode 3, allerdings kann ein Blu-ray-Player sie trotzdem abspielen, also da gab es keine Probleme. Aber keine Sorge, hier ist auch die englische Synchro drauf und auch englische Untertitel mit japanischer Synchro, also gar kein Problem. Ich habe es mir jetzt mal auf Englisch angeguckt, denn Pokémon ist irgendwie einer der wenigen Anime, wo ich die englische Synchro ganz cool finde. Denn ansonsten, ich weiß nicht, finde ich, dass Englisch irgendwie nicht so zu Anime-Charakteren passt von der Sprache her. Aber das kann auch einfach nur so meine Einstellung sein, weil ich Deutsch und Japanisch gewohnt bin. Man kann das hier so rausziehen und dann ist hier DVD. Ist auch ganz witzig, weil irgendwie bei japanischen DVDs, zumindest bei der einen japanischen DVD, die ich bisher habe, ist das nicht so, dass das Ding ja auch andersrum ist. Das macht man halt hier dann auf dieser Seite auf und die DVD ist dann auch auf der anderen Seite. Der Film ist bisher nicht in Deutschland auf DVD erschienen, deshalb habe ich hier eben diese Version hier bekommen. Aber um was geht's denn überhaupt? Also es geht hier darum, dass Ash und Co. auf eine Gruppe treffen und die haben ein Manaphy-Ei. Also Manaphy ist das da, ist ein mysteriöses Pokémon. Dieses Manaphy schlüpft dann, es hält Mike für seine Mutter, was unfassbar süß ist. Und sie müssen Manaphy dann zu einem Wassertempel bringen. Generell dieses ganze Wasserthema ist richtig schön und Manaphy ist so unfassbar süß, vor allem zusammen mit Maike. Oh mein Gott, ist das cute. Ja, also der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, es ist auf jeden Fall einer der besseren Pokémon-Filme. Der macht wirklich Spaß anzuschauen. Und wie gesagt, unfassbar süß. Ja, dann geht's jetzt weiter zum Merch. Und das erste habe ich mir selber gekauft. Das ist nämlich hier diese Brosche, das Minituelli Tablet von Cosmic Heart Compact. Der Brosche der dritten Staffel aus Sailor Moon. Woo! Also wie ihr an der Fläche meiner Hand seht, das ist wirklich sehr, sehr klein. Aber sehr, sehr süß. Ich habe es gebraucht gekauft, deshalb war es ziemlich günstig. Und ich dachte mir so, ja, nehme ich mit. Und ja, man kann es hier aufmachen und dann kann man dieses Herz hier zur Seite wegschieben und da in die Öffnung, da gehören dann so Mini-Tabletten rein, wie der Name schon sagt. Ich zeige euch das mal kurz. Die Dinger hier sind das. Ich glaube, das sind so Süßigkeiten. Ich habe die jetzt bisher nicht aufgemacht, aber auf jeden Fall kann man die da reintun. Ist vielleicht aber auch was, wenn man wirkliche Tabletten hat, die man nehmen müsste. Und da habe ich ja auch schon diesen Stab hier mal gekauft. Da kann man die Dinger auch reintun. Allerdings werde ich es natürlich nicht dafür verwenden. Also ich habe es natürlich nur gekauft, weil es einfach super schön aussieht. Ist zwar sehr klein, aber sieht richtig hübsch aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen und es kommt in der Kamera gut rüber. Ach ja, und die Verkäuferin hat mir auch diesen süßen Zettel hier geschrieben mit dieser super süßen gezeichneten Sailor Moon. Super Sailor Moon. Und dann auch noch von Amarok bekommen habe ich dieses Artemis Plüschi. Woo! Ich liebe Plüschis und ich liebe Artemis als Charakter und deshalb habe ich mich mega gefreut. Ja, denn dass ich diesen Artemis gekriegt habe, hat wahrscheinlich den Grund, dass ich diese Luna hier ja schon mal in Italien gekauft habe. Man sieht vielleicht an der Augenfarbe, dass das hier kein Original ist, aber das stört mich nicht. Es ist richtig süß. Und ja, ich finde Artemis, wie schon gesagt, großartig. Und es ist so flauschig und cute. Und es sitzt jetzt neben meiner Luna. Und als letztes habe ich ein richtiges Highlight, nämlich den unfassbaren Heiligen Gral. Oh mein Gott. Den habe ich von Mad Eye geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und wie man sich schon vorstellen kann und wie ihr auch in meinem Auspack-Video gesehen habt, ich
bin ausgerastet. Ich meine, es ist der heilige Gral von Proplica. Der steht hier bei meinen Sachen. Die anderen Figuren habe ich in die andere Vitrine rübergetan, zeige ich euch vielleicht gleich. Der heilige Gral ist so unfassbar schön. Aber dazu werde ich eine Review machen, da zeige ich euch auch, was der Gral alles kann. Und ja, falls euch das interessiert, könnt ihr das anschauen. Ja, die anderen beiden SH-Figure-Arts hier, Mercury und Mars, stehen jetzt hier. Finde ich eigentlich ganz hübsch zusammen hier mit der Lightning Studio-Figur. Genau, dann würde ich sagen, danke, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Und schreibt gern Kommentare.